Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge You Don't Know Jack. Mit dabei sind wieder Laureling16 und The Blind Spectator. Hi. Servus. Moin. So, ach, jetzt beschwert er sich dann wieder. Oh, ich war zu lange da. Ja, war ich. Gesagt. Wir hätten ja auch für dich drücken können. Für diese Frage. Und das soll schmecken. Ja, sollte ja eine vernünftige Antwort sein. Ne? Also das haben die Leute in den letzten zwei Folgen schon nicht gesehen. Bitte was? Ja, die vernünftige Antwort. Futures bei der Mission von Koprophagen angegriffen und geentert. Worauf haben es die Aggressoren vermutlich abgesehen? Auf Captain Futures Kleidung, auf Captain... Sie haben es in der Hand, Kandidat 1. Das müsste nein, das sein. Nein! Vielleicht Filzläuse. Nicht? Im Übrigen bezweifle ich, dass Cartoon Captain Future überhaupt Genitalien haben. Ich spamme! Kandidat, die Koprophagen hätten es auf seine Exkremente abgesehen. Jack geht ja gut los bei dir. Ja, ich merke das schon. Ich war bei Koprolali in dem Sinne, deswegen Koprophagen. Und das ist was Sexuelles. Kandidat 3? Na ja, gut, ich habe ja die letzten beiden Runden auch dann erst ab Frage 5 oder 6 mitgemacht. Die Kategorie ist diesmal. Ja, hat sich gelohnt auch. 2000 Mark zahlen wir für die richtige Antwort. Und hier ist die Frage: Einige Planeten wollen losziehen, um sich neue Gürtelschnallen für ihre Asteroidengürtel zu besorgen. Welcher der folgenden Planeten? Nein! Uranus? Nein, der ist was? Von der Partie. Der ach, komm, oh Mann, ey. Wo Harley Davidson draufsteht. Wie dumm ist das denn? Ach, geh. Hä, da hat er schon eine. Mars bleibt zu Hause, weil er als einziger der vier keinen Asteroidengürtel hat. Was, die anderen haben alle einen? Ich hab gehört, ja, aber nur sehr kleine. Ach, hör doch nur Saturn ist dafür wirklich bekannt. Ah, oh Mann, ey. Kandidat 3, wie wär's mit einer Kategorie? Fängt ja schon mal schön Scheiß an. Und so lautet wenn es so weitergeht, kriege ich wieder die Sekt oder Selters. Bald wieder. Die richtige Antwort bringt 3000 Mark. Okay, für die folgende Frage stellen Sie sich einmal vor, Sie haben eine Wanderniere, falls Sie sich das vorstellen können. Ihre Wanderniere möchte gerne Ihre Milz besuchen. Wo findet sie die von Ihnen aus gesehen? Links neben dem Magen, zwischen Leber und Magen, rechts neben der Leber oder zwischen Magen und Darm? Ja, Kandidat 1. Das weiß er 100 pro. Der hat nur drauf gewartet, dass irgend so ein Scheiß ich gemacht ich try mal, ob zwischen Leber und Milz auch immer ein Pilz reinpasst. Nein. Leider nicht. Kandidat 1, Kandidat 2, so. Na, heißt das dann jetzt, dass es die 3 ist? Ach komm, was soll ich zu verlieren? Nein, das nächste größere Ding rechts neben ihrer Leber ist ihr rechter Arm. Ihre Frage, Kandidat 1. Das wird eine richtig gute Runde bei mir. Okay, ich try. Verdammt! Ich bin nicht letzter! So ein Shit! Gut, letzten Endes hat sich nichts getan in der Frage. Ja, das wissen wir. Ich weiß bloß nicht, wo die scheiß Milz ist. Sekt oder Zeltas für Jack. Eine ausgezeichnete Wahl, Kandidat 1. Mhm. Kandidat 2, Kandidat 3 zurücktreten bitte, denn jetzt heißt es Sekt ich hätte einfach Zeltas. Wieder nichts machen sollen in den ersten Runden. Oh, fuck. Und hier die Kategorie für diese Sekt oder Zeltas Frage. Am liebsten ziehe ich ja meinen Monopoly an. So, ich lese Ihnen jetzt 7 Begriffe vor und bei jedem davon möchte Stück ich... Stück oder ein Brettspiel oder was? Ein Kleidungsstück oder ein Spiel. Boah. Okay. Wenn der Begriff, der auftaucht, dann... Ah, Sie kennen das Spielchen schon. Ja. Und los geht's! Sarong, Kleidungsstück oder Spiel? What the fuck? Shit. Bolero. Ja. Muff. Baka. Mikado. Jetzt gut. Alter, das ist auch ein Videospiel. Das ist ein Hut. Das ist dieser kleine rote Hut, dieser... Ja, es gibt auch ein Videospiel, was so heißt, aber dafür ist dieses Spiel nicht jung genug. Stimmt, ja. Oh, ich bin letzter.
Oh, das klingt ja nett. Militärs und McDonalds genommen. Ja. Militärs und McDonalds. 2000 Merker gibt es für die richtige Antwort. Okay, ja, ist bereit? Viel. Hier ist die Frage. Würden die Wachen des Towers von London ihren Namen wörtlich nehmen, was würden sie bei McDonalds ausschließlich essen? Chicken McNuggets, Fish Mac, Apfeltaschen oder Big Mac? Ich hätte die 4 genommen, oder? Auch die 4 genommen. Ach, die Jungs heißen Beef Eaters, also Rindfleischfresser. Und den Ach, tatsächlich. Hätten sie Beef Eaters genommen. Selbst dazu ausdenken. Hat er sich wieder tolle Sachen ausgedacht. Kandidat 2 sucht Ach, ich darf nochmal wählen. Das klingt falsch. Okay, zum Glück hast du nicht 1 genommen. 1 klingt falsch. Und die Kategorie wäre... Schlechtes Wetter und sexuelle Ausrichtung. Ja, yeah, für 1000 Mark. Antwort sind 1000 Merker drin. Sind Sie startbereit? Nee. Hier ist die Frage. Sie sind ein einsames, homosexuelles Tiefdruckgebiet. In welches der folgenden Lokale werden Sie gehen, um Anschluss zu finden? In den goldenen Krug an der Ecke, in Susis Club Sappho für Sie, in Freds Golden Shower Club für ihn oder ins Meteorologische Institut? Das kann nicht so einfach sein, oder? Oh, zum Glück, ich habe auch gerade gedrückt. Ich wollte auch die 3 nehmen. Oh, du hast wieder eine Millisekunde vor mir gedrückt. Als homosexuelles Tief werden sie in Susis Club für die Frau gehen, denn Tiefs sind immer weiblich. Oh. Und da sitzt auch schon so ein süßes kleines in der Ecke und blinzelt ihm zu. Und der Abend nimmt einen bösen aufwischenden Verlauf bei Temperaturen bis 13 Grad. Jack glaubt, dass alle Schwule sich gegenseitig anpissen. Kandidat Nummer 3, geben Sie mir die Kategorie. Was war das? Und hier ist doch Golden Shower genommen. Was willst du mit dem Messer, Liebling? Ich habe die Kategorie nicht genommen und Golden Shower habe ich genommen. Ich hätte Golden Shower genommen wegen Tiefdruckgebiet und Regen und so, aber egal. Aber auch andere schöne Sachen tragen wohlklingende. Und vor allem ist das bei mir einfach Goldwasser gewesen. Damen müssten Sie zum Beispiel zerschnippeln, wenn Sie unbedingt Birne Helene essen wollen. Die dicke Bertha, die schnelle Katrin, die gute Luise oder die kalte Sophie. Das habe ich nicht verstanden. Ja, Kandidat. Warum wird ich hier? Die gute Luise, der Ach, hör doch auf! Es ist doch eine Frechheit. Geht nicht anders. Tja, Kandidat 2, wer anderen eine Grube gräbt, hm? Oh, ja, ich habe mir gedacht, komm, ich habe noch gar nicht genagelt heute. Ja, kenn ich. Gelassen, ne? Bist offenbar nicht der Beste drin. Okay, welche Kategorie soll es sein, Kandidat 3? Welche 3 wird wohl gedrückt werden? Und die Kategorie Jack kennt mich zu gut. Ja. Sex, Zeitmaschinen und ganz schlechte Ideen. Und 3000 Mark gibt es für die richtige Antwort. Erinnern Sie sich an den Film Time Bandits, in dem ein kleiner Junge mit einigen Zwergen durch Raum und Zeit reist? Nein. Wenn der Junge, mittlerweile älter, die gleiche Reise noch einmal als Sextourist unternimmt, auf welche weibliche Verhütungsmethode wird er auf seiner Zeitreise nicht stoßen? Postkoitales Einreiben mit Hackfleisch, Einführen von Krokodildung in die Vagina, Einsetzen eines Metallteils in den Uterus oder Hüpfen, Husten und Schnäuzen. Kandidat 3, Sie kennen die... Der wird mich selber umdrücken. Kandidat... Und es war klar, dass er es bei mir probiert. Zeigen Sie uns, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Der Junge, was wird er nicht machen? So ist es. Ha, fuck it! Keine Frau war du Drecksack! Dabei, meine, wer weiß, vielleicht gibt's da noch was zu entdecken. Das finde ich super, ey. Aufs Maul, Mann. So. So, beide haben wir neben genagelt. Suchen Sie sich eine Kategorie raus. Du und dein scheiß Weltraumkack da immer und Zeitreisen und Puh, ey.
Hast du verdient. Alle haben es mit dem Nageln verkackt. Läuft unter der Kategorie, ist das überhaupt erlaubt? 2000 Mark ist unser Angebot für die richtige Antwort. Gib mir mal eine gute Frage jetzt hier. Nach griffigen Themen für ihre Filme verfällt Theresa Orlowski auf die Verfilmung einer alten Kindergeschichte. Die Foxy Lady spielt darin ein reiches Mädchen, das zusammen mit einem armen Jungen einen Einbrecher schnappt. Wie könnte der Streifen treffenderweise heißen? G-Pünktchen und Anton, Pippi Netzstrumpf, Rotkäppchen-Report oder Emil und die Präservative? Ja, Kandidat 3. Würden Sie in einen Film gehen, der so heißt? Eben. Kandidat 1, Kandidat 2, wie sieht's aus? Sie hätten das nehmen sollen. Fuck. In Erich Kästners Buch Pünktchen und Anton schnappen die zwei Titelhelden einen bösen Einbrecher. In Frau Orlowskis Film sind selbstverständlich alle Akteure über 18, besonders Frau Orlowski selbst. Ich hab keinen Bock, noch weiter zu Eine Kategorie bitte. Nicht untergehen bei Frage Nummer 10. Und das ist die Kategorie. Wir sind alle Minus. Und die gute sind alte so Zeit. Schlecht, die alle. Antwort gibt es ja, Phil, der ist auch ganz leise geworden die ganze Zeit. Das sagt gar nichts mehr. Welches der folgenden Materialien wurde nie zur Herstellung von Kondomen verwendet? Papier, Küchentücher, Tiergedärme, menschliches Muskelgewebe oder chinesisches Seidenpapier? Kandidat 3, lassen Sie Ihre Finger sprechen. Menschliches Muskelgewebe haben die Römer verwendet und die Jungs wussten, wie man sich amüsiert. Kandidat 1, Kandidat 2, wer denn? Ja, Kandidat, Papier, Küchentücher. Ja, das macht eigentlich auch keinen Sinn, ne? Aber chinesisches Seidenpapier macht Sinn? Alles klar, das war die erste schon Runde. Und nun zur Runde 2. Achso, ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Kandidat 1, eine Kategorie. Ich müsste mal ein bisschen mehr Risiko gehen, das gibt's ja gar nicht. Jetzt wird's alt. Jetzt wird's richtig alt hier. Die Kategorie lautet diesmal Vulkane und Dekor der 70er. Und dafür super gibt es 2000 Mark. Sitzen Sie bequem? Dann kann's ja losgehen. Angenommen, diese psychedelischen Lavalampen wären wirklich mit Lava gefüllt. Wie würde eine präeruptive Lavalampe heißen? Lavalampe, Gaslampe, Magmalampe oder Erzlampe? Zeigen Sie uns, wo es lang geht. Das hier sein, ne? Bei Vulkaneruptionen wird Magma zu Lava, und zwar unter erheblicher Entgasung. Tja, gib ihn auf. Oh, das klingt doch nett. Die Kategorie? Herr Kaiser und fernöstliche Schadensfälle. 4000 Merker gibt's für die richtige Antwort. Okay, Gehirn einschalten, hier kommt die Frage. Herr Kaiser liest sich gerade die Schadensbilanzen seiner Versicherung durch, als er plötzlich auf die Rubrik Opani-Schaden stößt. Worum geht es in dieser Rubrik? Um den Ursprung der Welt, um ein indisches Nationalgericht, um Schadensfälle durch Upanis oder um buddhistische Naturvölker? Kandidat 30, ich habe hier etwas anderes, an dem Sie sicher zu knabbern haben. Du hast genauso viel Minus wie ich. Ja, ich wollte es mal tryen, ne? Ich habe eine Idee. Ach komm, das war der Geiz, komm. Sie sollten Herrn Kaiser vielleicht auf eine Kandidatenversicherung ansprechen. Kandidat 1, Sie können, wenn Sie wollen. Okay. Die 3 kann es nicht sein, soll. Die 3 ist so offensichtlich, ne? Ich werde es probieren, aber ja, ich wette, es ist die 1. Ich wette drum, dass es die 1 ist. Ich glaube, Sie haben auch irgendwo einen Schadensfall. Ja. War ja klar. Euch ist aber schon klar, dass ihr die richtige Antwort finden sollt, hm? Mann! Um den Ursprung der Welt. Die Upanishaden sind Teil der heiligen Schriften des Hinduismus und handeln unter anderem vom Ursprung der Welt. Und das gibt's als Hinduismus, Buddhismus ist ja fast das Gleiche. Zu massiven Versicherungsschäden gekommen sein. Nee, ist nicht, aber... Okay, Kandidat 2, wählen Sie. Ach, ich darf wählen, super. Die 2, ey. Ja. Nehmen wir. Ich bin halt im Bad, ey. What the fuck? So, ich hab bis jetzt noch gar kein Geld verdient. Wir machen die Kategorie? Mann.
Mami, da ist ein Skinhead im Bad. Und dafür gibt es 4000 Mark. Oh je, mein Gedächtnis. Wie heißt gleich wieder dieser Typ? Wenn Sie mir auf die Sprünge helfen können, Knöpfchen drücken, oh, Namen eintippen und dann Return-Taste betätigen. Alles klar? Tja, also der Typ, den ich meine, der hat eine spiegelblanke Glatze. Und man kennt ihn seit... Auf geht's, nein, 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 nein. Hoffentlich hast du das falsch geschrieben. Der nette Skinhead für Küche, ach, Bad Mann. Und ja, das hätte ich auch genommen. Was? Ach komm, das war falsch geschrieben. Das würde ich erstmal nicht zählen. Da hat er mir ein P weggestrichen. Ist ja auch in Ordnung. Aber warum hat er das bei Tannenbaum in der letzten Copyright-Symbol hast du auch nicht gemacht. Ja. Ja, eben. Echt, ey. Also ich finde, da müssen wir am Ende 8000 D-Mark abziehen bei Jack. Die Kategorie ja. Für ich mag Glücksbärchis. Nur Doggy. Glücksbärchis und das Ende der Welt. Und für die richtige Antwort zahlen wir Ihnen 6000 deutsche Marker. Angenommen, die Glücksbärchis wollen durch eine weltweite Ausstrahlung ihrer Filme im Fernsehen so viele Menschen wie irgend möglich beglücken. Wann beglücken die Glücksbärchis mit ihren Filmen die meisten Menschen? Weil an diesem Tag laut wissenschaftlicher Berechnungen die Zahl der Menschen unendlich gehen wird. Am 30. Februar 2134, am 1. April 4003, am 13. November 2026 oder am 5. Juli. Ja, Kandidat. Das kannst du nicht mehr. Eigentlich macht nur eins Sinn. Eigentlich macht nur eins Sinn. Am 13.11.2026 wird die Zahl der Menschen angeblich gegen unendlich gehen. Ja, come on! Das hätte ich nicht gedacht. Das wird kein schöner Tag, weder was die Warterei an der Supermarktkasse angeht, noch was das Fernsehprogramm betrifft. Tja, Kandidat 1, da haben Sie sich selbst Jack. Jetzt ausgeschossen. Aber warum? Ja, mach nichts. Kein Leben. Mann. Okay, Kandidat 3, welche Kategorie darf es sein? Darf ich auch mal was richtig beantworten heute? Ah, Reimteil. Das war noch das zu einer fein. Zeit, als und nun heißt es, die Chinesen noch gebumst haben ohne Ende und noch keine Beschränkung hatten, okay, was Kinder angeht. Schnickschnackfrage. Schnickschnackfrage. Grüne Politiker und der Hang zum Wein. Maximal 10.000 Mark gibt es bei dieser Schnickschnackfrage zu gewinnen. Sie haben 30 Sekunden Zeit, um das Rätsel zu lösen, aber alle 1,5 Sekunden ziehe ich ein bisschen Geld ab. Also antworten Sie so schnell Sie können. So, Reimkünstler, nicht auf die Interpunktion achten. Worauf reimt sich dieses? Sehr wohl, Fundis lieben Weißwein. Erster Tipp, es handelt sich um ein grimmiges Märchen. Ihre Frage, Kandidat 3. Tippen Sie die Antwort ein und drücken Sie anschließend... Nein. So? Da bin richtig der? Aufgeschnittene Wolfsbäuche. Ach, wundert mich nicht, dass ich seit Jahrzehnten Schlafstörungen habe. Ach, was soll's. Der berichtet ein S zu einem SZ. Also Nummer 3. Ja. Mit der Kategorie. Ja, aber ein H... Da meckert der, ne? Das war Altdeutsch, ich sag's dir, das war Absicht. Von denen. Dolo Jack ist so ein Hurenbock. Zahlen wir für die richtige Antwort. Ergänzen Sie die fehlenden Glieder dieser Aufzählung. Gärtner, Samen, Toilettenpapier. Gärtnerin, Verhütungsmittel, Baum, Papiermühle, Jauche, Sie kennen die Antwort, Kandidat 2. Gärtner, Samen, Baum, Papiermühle, Toilettenpapier. Danke. Wie gesagt, sehr schön. Gärtner, Samen, Toilettenpapier. Mauri hat was richtig. Yay. Da war der Slow Clap, ey. Wie er sich da aus dem Fenster lehnt. Ja, seitdem du dich wieder selbst ins Ausgeschossen hast. Aktuelle Kategorie. Kann ich auch cocky sein. Literarisches Ungeziefer. Und bei dieser Frage das würde ich so noch nicht stehen lassen. Möpse. Sie sind soweit, ich bin soweit. Dann legen wir doch einfach los. Als Sie eines Morgens aufwachen, stellen Sie fest, dass Sie sich in Gregor Samsa verwandelt haben. In was werden Sie? In eine Kakerlake. Gregor Samsa ist Ihr... Das sind 12.500 Punkte bis zu dir. Also das müsste locker machbar sein. Bei mir sind es sogar 17.000. Suchen Sie sich was aus, Kandidat 3. Deswegen also... Du hattest deinen Nagel schon verschenkt, ne, Jack? Ja.
Ich habe in der zweiten Folge Reihe noch nicht. Winken 2000 Marker. Zweiten Runde, glaube ich. Hat's ja bekanntlich mit der ehelichen Treue nicht so genau genommen und offenbar war ihm auch jedes Mittel recht, um seine jeweilige Flamme in die Horizontale zu befördern, aber in was hat sich Zeus nicht verwandelt, um eine seiner antiken Schönheiten rumzukommen? Kandidat 3, Sie kennen die Antwort? Zeus hat sich nie in einen Ochsen verwandelt. Und das aus gutem Grund. Das sind nur 14.000 Tiere immer noch. Stiere. Oh, komm schon, Zeus. Ich kann nicht. Kandidat 3, eine Kategorie bitte. Sie ist schön. So schön. Ah, die Frage 19. Die Kategorie ist diesmal Spanner mit wirklich großen Fernrohren. Wenn Sie richtig antworten, gibt's 4000 Mark. Stellen Sie sich vor, alle Sternbilder und Himmelskörper hätten tatsächlich das Aussehen ihrer jeweiligen Namensgeber. Also die Fische sehen wirklich aus wie Fische und so weiter und so weiter. Wenn Sie nachts durch Ihr Teleskop den Andromeda-Nebel betrachten, zeigen Sie uns, wo es lang geht, Kandidat 1. Ja, check. Und das ich hab keine Ahnung. Falsch. Okay, es sind nur 18.000. Schaffen wir. Andromeda wurde wegen Überschätzung der eigenen Schönheit an einen Fels gekettet und sollte Poseidon geopfert werden. Der Andromeda-Nebel hat daher viele Fans in Sadomaso-Kreisen. Kandidat Nummer 3, geben Sie mir die Kategorie. Ah, shit, das ist okay, wenn ihr euch meiner Macht zeugt. Ihr könnt einfach widerstandslos aufgeben. Ich akzeptiere das. Meine Aufnahme ist leider ausgegangen. Das tut mir jetzt echt Monster leid. Auf dem Eis. Und dafür gibt es 6000 Mark. Die Krise im deutschen Eishockey hält an. Immer mehr Vereine müssen zu einschneidenden Maßnahmen greifen, um ihre. Ich glaube, wir müssen nochmal aufnehmen. Angenommen, die Mannheimer Adler fusionieren mit den Ratinger Löwen das und ziehen in eine andere Stadt um. Was wäre der beste Name für den neuen Club? Chemnitzer Chimären, Baden-Badener Basilisken, Zwickauer Zentauren. Ja, bla. Wenn man einen Adler mit einem Löwen fusioniert, kommt ein Greif heraus. Dass das 6000 wert ist, ey. Ach, bei den anderen meckerst du nicht, oder was? Okay, Kandidat 1, welche Kategorie darf sein? Das ist die letzte, ne? Ja, die ja. Jack Attack. Wieder von Jack ausgewählt, jedes Mal. Kann ja nicht so viel, das ist gut genug, die vorletzte mich Frage. Das an hier, diese Runde, das war so schlecht. Ich verkacke ich ja noch glorreich. Das sehen wir. Okay, Freunde, es ist ich hab das schon gedrückt. Jack Attack. Und hier ist unser Fingerzeig. Wir kennen Jack. Wo habe ich das schon mal gehört? What the fuck? Was hast du für einen Scheiß ausgewählt? Ich hab keine Ahnung. Oh, come on! Ach komm! Nein, ach Mann. Ach. Ah, ficken! Nein! Hm. Als wenn du vor mir gedrückt hast! Ach komm, hör auf zu jammern, das machst du 24-7 in dem Spiel! Hier schon wieder! Ey, das gibt's nicht! Es ist so lächerlich, ich drück immer und check jetzt immer eine Millisekunde schneller. Das ist ja ein Trauerspiel mit Ihnen. Der Endstand. Kandidat 3 hat gewonnen. Ja, wenigstens kein neuer Rekord. Das ist der sei es gut. Das macht ja nichts, aber welch glückliches Glück den Glückslacker überhaupt da erreichen konnte. Das ist unfassbar, was er da die letzten Folgen so weit hingelegt hat. Geht natürlich alle auf seinen Kanal und hatet ihn. Und ach das. Ansonsten auch Hates sind Klicks. Nein.
Spaß beiseite. Dann wieder die Single-Frauen vorbei bei Phil. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Schaut euch bei den anderen rein. Hinterlasst gerne eine Bewertung dafür und sagt uns, was ihr davon haltet, ob ihr da mehr von sehen wollt und so weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei You Don't Know Jack. Also dann, haut rein. Ciao. Ciao.